Der neue Shop kommt jetzt hier in ganz genau 7 Sekunden. Ich bin gespannt, was heute so Neues reinkommen wird. 2, 1, bitte ein guter Shop und kein schlechter. Haben wir eventuell heute was Neues drin? Ich bin gespannt, ob ein neues Bundle am Start ist. Marvel Sachen weg oder wie? Nee, die bleiben alle noch weiterhin im Shop. Und wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Ich bin gespannt, was ganz, ganz oben ist. Let's go. Und wir haben hier das neue Kristallbundle. Sehr, sehr nice. Für 1300 V-Bucks. Ein Skin, Spitzhacke, ein Backbling mit 12 Stilen. Das ist krass. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ein Ladebildschirm. Okay, also die Dame ist schon heftig, muss ich sagen. Vor allem zwei Stile. Einmal mit und einmal ohne Brille. Hier einmal so und einmal ohne. Ganz genau so. Sehr, sehr nicer Skin. Was haben wir hier? Passende Spitzhacke hat die Stile. Alter, der Sound ist auch sehr nice. Und es funkelt hier so schön. Also ich muss sagen, bis jetzt sehr nice. Was haben wir hier? Passendes Backbling gibt es hier in sehr, sehr verschiedenen Farben. Sehr, sehr vielen. So, was haben wir hier? Okay, gehen wir hier einmal kurz alles durch. Okay, ja, das finde ich ein bisschen langweilig. Das finde ich auch langweilig. Das glänzt nicht so schön. Das ist okay. Wo sind denn hier die Glänzenden? Gibt es hier überhaupt was Glänzendes? Das ist alles so, ich weiß nicht, so matt. Ja, es geht, ne? Ich weiß nicht. Also, es ist cool, dass es so viele Farben hat. Aber schade, dass es nicht so glänzend ist, oder? Was sagt ihr? Es sieht so eher, ich weiß nicht, matt aus? Oder bin ich gerade ein bisschen lost unterwegs? Schreibt es mal eure Meinung zum Backbling in die Kommentare. Spitzhacke hat leider keine zwei Stile oder ein paar mehr. Was haben wir hier? Passender Ladebildschirm. Ja, der ist in Ordnung, kann man mitnehmen, wenn man sich das Bundle eh kauft und alles einzeln kauft. Bei 800 finde ich okay. Was haben wir hier? 500, völlig in Ordnung. 400 für das Backbling, ja, mit 12 Stilen gibt es so, glaube ich, noch gar nicht. Sehr nice, was haben wir hier? Die Dame ist wieder zurück, okay, die hat anscheinend hier ein paar Stile. Einmal hier so in Dunkel, was verändert sich da? Verändert sich hier die Hautfarbe? Oder bin ich gerade lost? Hier so hell? Oder bin ich gerade lost? Ach nee, warte mal, nicht die Hautfarbe. Das, diese Zeichnung hier im Gesicht verändert sich, die ist so dann schwarz. Und einmal Maske an. Alter, das sieht heftig aus. Das ist nice. Cooler Skin. Was haben wir hier? Passendes Backbling. Ja, finde ich jetzt nicht allzu besonders. Und einmal hier den Ladebildschirm. Der ist okay, aber das Bundle würde ich mir jetzt nicht kaufen. Passende Spitzhacke. Schade, dass die nicht mit dabei ist im Bundle. Sehr schade. Aber coole Spitzhacke. Zakrias wieder zurück. Ja, ja. Ist ein schöner Skin, aber Backbling ist einfach viel, viel zu groß. Himmlisch ist eine sehr, sehr nice Tarnung. Ist eine sehr, sehr coole Tarnung. Erinnert mich immer an die Black Ops 2 Diamantentarnung. Was haben wir hier? Okay, stabile Spitzhacke. Ja, mit dem kann ich nicht wirklich viel anfangen. Der ist ein bisschen komisch. Backbling ist auch übelst riesig, aber Spitzhacke ist nice. Aber sehr schade, dass es so viel kostet. Ansonsten würde ich ihn mir holen. Aber die macht Auge. Was haben wir hier? Rex? Ja, Rex für 2k. Niemals. Niemals, aber ist okay, der Skin. Ist okay. Passende Lackierung, die finde ich irgendwie cool. Die hat was. Die sieht chillig aus irgendwie. Für den Preis kann man nichts falsch machen. Dino-Kommando. Ja, geht so. Geht. Was haben wir hier? Lackierung, die finde ich langweilig. Die, ich weiß nicht, die gefällt mir nicht so. Ansonsten gibt es hier in dem Bereich nichts mehr. Vielleicht haben wir sogar was Seltenes. Schauen wir gleich nach. Der Skin, der lohnt sich. Der lohnt sich auf jeden Fall. Die hier, ja, geht. Ist mehr so ein besonderer Skin, würde ich sagen. Mehr so ausgefallener. Was haben wir hier? Ist so mit einer der ersten animierten Tarnungen gewesen. Ist eine sehr nice Tarnung, aber für 700 V-Bucks schon krass, kann man sich einen Skin kaufen. Mega Moves. Könnte sein, dass das eventuell selten ist. Und einmal geschmeidige Moves. Und zu guter Letzt haben wir hier durch die Decke. Und nebenbei checke ich mal ab, was selten ist und was nicht. Aber die Musik lasse ich jetzt nicht hier nebenbei laufen. Ansonsten könnte das Ganze ein bisschen nervig werden. Und so, das ist mal wieder sehr, sehr viel im Shop. Ich checke das Ganze mal ab. So, öffnen wir mal das Ganze hier. Und schauen mal etwas genauer nach, was heute selten ist und was nicht. Gestrandeter John ist die 50 Tage alt. Slurp-Tarnung 40, durch die Decke 47. Bis jetzt fällt mir noch nichts auf, was hier selten sein könnte. Kristall ist neu, klar, das Paket oben.
Rex-Skin, 42 Tage alt. Okay, nee, nee. Das seltenste ist gerade mal die Rex-Tarnung, diese grüne, 72 Tage alt. Und diese rote Dino-Kommandin oder wie auch immer die heißt. Ganz genau die 72 und 72 Tage. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem etwas längeren Shop-Video.